So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ich wollte ja meinen Hof streichen. Beziehungsweise die Häuser, die wir schon renoviert haben. Können wir aber scheinbar erst, sobald wir die Möbelfabrik gekauft haben. Bedeutet, wir müssen Geld verdienen. Ich habe wieder ein Waldgrundstück gekauft. Da haben wir schon mal ein paar Bäume gefällt. In der vorletzten Folge, in der letzten Folge habe ich dann mit dem Rasenmäher und Kettensäge versucht, noch ein bisschen Platz zu schaffen, um mehr Überblick zu haben, um die Stämme gut abzutransportieren, was wir in dieser Folge machen wollen. Mal schauen. Ach Gott, ich komme wieder so bescheiden an die Stämme. Naja. Das ist mal wieder sehr schön. Scheiße. Naja, gut. Wir kämpfen uns hier einfach durch den Busch und sehen zu, dass wir einfach ein paar Stämme erwischen. Es ist dummerweise auch schon wieder sehr spät, deshalb ist es dunkel. So, kommen wir hier vorbei. Natürlich nicht. Nicht darüber so ganz knapp vorbeifahren, dass wir die Stämme erreichen. So, drauf da. So, weil bei voller Dämmerung ist das natürlich eh immer ein bisschen blöd, aber ja, komm, den einen Stamm muss ich noch mal nehmen. So, kriegen wir den besser gelegt? Jawohl. Aha. Moment, habe ich noch ein Arbeitslicht? Jawohl. Nutzt aber, glaube ich, auch nicht so viel. So. Einfach schon mal ein paar Stämme hier aus dem Weg nehmen. So, greifen. Na komm, nicht umkippen, du blöder Ladehänger. Wie spät ist es denn? 20.08 Uhr. Das ist viel zu zeitig noch. Da können wir noch nicht ins Bett. So, komm, bitte, bitte, blöder Knurz, lass mich in Frieden. Drauf da. Nächster Stamm. So. Was hast du für ein Problem? Wir sind doch genau über den Stämmen.
So, und warum willst du nicht? So, komm jetzt. Rauf da. Ich fahre die Stämme erstmal weg. Morgen früh ist dann ein wenig mehr Licht, da sehen wir mehr. Ich werde auch zur Abwechslung mal die Hofarbeiten übernehmen, sprich Kühe und Hühner versorgen. Hat unsere Frau nicht so viel Arbeit. Schnell die Stämme hier ins Wasser, dann geht's ab ins Bett. Blups. Wie Kraut und Rüben hier rum. So, der nächste. Kann die Sägemühle über Nacht ein bisschen arbeiten. Wenn wir jetzt noch ein paar Stämme reinwerfen. Möbelfabrik kostet knapp 180.000. Müssen wir mal sehen. Wie zeitnah wir das Geld zusammen haben. Die neuen Kochrezepte habe ich im Grunde noch nicht gekocht und habe noch nicht gesehen, ob die viel mehr Geld einbringen als das, was wir bisher kannten oder konnten. Deshalb kann ich dazu noch nichts sagen, ob wir da einen riesen Batzen Geld machen oder nicht. Rohstoffe bei den Händlern habe ich jetzt auch ewig nicht gekauft. Sprich, da haben wir auch keinen Riesenvorrat. So, komm, aussteigen. So, wir gehen mal ins Bett. Ella ist schon ins Bett gegangen. Moment. Das Gerüst nehmen wir hier mal weg. Und das auch. Und das stört auch. So, Kettensäge aus. Nicht, dass Ella geweckt wird. Die neuen Rezepte waren ja im Grunde diese hier. Fisch, Tomaten, Äpfel. Mit Honig. Honig ist halt mit Fisch. Erdbeeren sammle ich nie. So optimal sind die Rezepte halt auch nicht. So, aber hier unser Haus innen, zumindest die Wände schon mal mit neuem Holz verkleidet. Das ist das einzige Möbelstück, was ich neu gekauft habe bisher. Dieses kleine Wandregal. Ansonsten ist alles altes Zeug. Ella ist am Schlafen.
Ja. Na gut, dann schlafen wir auch mal. So, einen guten Morgen. Ella schläft. Dann kümmern wir uns mal um die Tiere. Oskar läuft da hinten rum. Typhoon liegt da hinten rum. Die Schafe sind nicht mehr hier bei den Kühen drin. Dann können wir in Ruhe mal die Kühe melken. So, nächste Kuh. Die sagt natürlich auch Mu. Da. Ich hätte was gucken können. Als Ella gerade schon ins Bett gegangen ist, also so. Ich glaube, die geht immer so nach 20 Uhr ins Bett. Hätte ich mal gucken können, ob die Eier und weggesammelt wurden und die Kühe gemolken wurden. Ja, naja. Werden wir das nächste Mal kontrollieren. Ich bin halt nicht sicher, welche Aufgaben sie übernimmt, beziehungsweise ob sie die immer übernimmt. Ich sehe sie halt permanent am Unkraut schachten, also mit Spaten und Schaufel, und dann zieht sie irgendwas am Boden raus. Keine Ahnung, ob das krasse Wurzeln sind. Ich hoffe einfach, dass sie regelmäßig auch die Hühner und Kühe versorgt. Ab und an mal ein paar Blumen gießt. Das wäre toll. So, hi Oskar. Na, kriegst du eine Wurst? Guck mal da zu Taifun. Taifun, hast du Hunger? Schaut nicht so aus. Okay, dann gucken wir noch schnell nach den Bienenhäusern. Nix, hier ist Honig. Nix, hier ist Honig. Blumen sind nass. Oh, Ella kommt gerade hier gelaufen. Hallo, Ella. Hallo, wie geht's dir? Hallo, Süßer. So schöne Augen. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Danke. Du bist so ein Gentleman. Ja, bin ich. So, Moment, ich wollte Hallo. dich fragen, Ich ob habe du noch. gerade an dich gedacht. Ja, ich stehe vor dir, klar hast du an mich gedacht. Brauchst du irgendwas, mein Schatz? Nein, meine Liebe. Hier ist es einfach perfekt. Okay. Irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Seit dieser fette, freche Bürgermeister weg ist, hoffe ich, dass jemand die Ordnung hier wiederherstellen wird. Es wäre gut, wenn nach all den Jahren wieder anständige Leute in diese Gegend zurückkehren. Ja. Ah, genau, der Bis neue später. Bürgermeister steht vor dir. So. Apropos, wie sieht's denn aus? Gewächshaus, bereit zur Ernte, alles null, Feuchtigkeit niedrig. Okay, da müssen wir mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Oh ja, da fehlt aber einiges an Wasser. Na komm, mehr Wasser. So, gut, das reicht erstmal. Kann das hier noch ein bisschen wachsen? So, letzten Bienenhäuschen überprüfen. Nix, nix, nix. Gut, dann bringen wir zu unserem Holztransporter.
Dann holen wir noch ein paar Stämme ab. Ups, nein. Oh Gott. Nein. Okay, Abschleppwagen rufen. Ach gut. Ja gut, so. Da, 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 da. Tanken 95%, das ist prima. Oh. Hier sehe ich noch einen kleinen Mini-Stamm. Den habe ich gestern im Dunkeln wohl übersehen. Sicher jetzt wunderbar rankommen. Oder auch nicht. Warum? Warum ärgert ihr mich so, ihr Stämme? Scheiße. Komm, du gehst dahin. Greif. Boah, nicht so weit wegrollen. Rückwärtsgang. Kannst du dich nicht mal gerade hinlegen? Der will nicht. Gut. Fahren wir die nächsten an. Aufnehmen Kieferstamm. Sind die nächsten. So. Greifen. So, passt du in diese Lücke? Na, los. Gibt es die Probleme, weil ich oberhalb vom Berg da stehe, dass ich die nicht greifen kann? Gott, der liegt ja mal so dermaßen schlecht. Moment. Irgendwie anders platzieren. Naja. Gut. Vielleicht wieder einfach über die drüber fahren. So, hier ist noch irgendwo einer drunter gewesen. Drauf. Wo habe ich die nächsten liegen hier? So, drei schön kleine schmale. So.
sind schon wieder Büsche nachgewachsen. Mit der Kettensäge weggemacht. Komm, den Hänger will ich noch voll bekommen. Stamm, Moment, du warst doch gerade grün. So. Komm, die restlichen lasse ich hier in Frieden. Wir fahren das kurz zum Sägewerk, zur Abladestelle. Dann beenden wir die Folge und in der nächsten Folge machen wir dann ein paar tägliche Quests. Nicht im Boden versinken. Das ist echt schwer beladen. Ja, vorsichtig. Jawohl. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. So. Ah, nicht zu schnell werden. So. Sind wir in der Abladezone? Jawohl. Mal los. Die noch hier reinwerfen. Das gibt ein wenig Geld, wenn nur das blöde Verkaufen nicht wäre. Immer weg damit. Immer weg damit. Immer weg. Immer weg damit. Immer weg. Ins Wasser mit euch, ihr Stämme.
Ich mach euch nass, um euch dann zu trocknen. Das klingt irgendwie falsch. So. Stellen wir uns hier mal hin. Aussteigen. So. Wollen wir so auf unseren Hof schauen. Ja. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.